Da, Rom. Und das war der Nachmittag um 5 mit Thorsten Adolfs. Das Wetter für uns, nur bei Radio Ennepe-Ruhr. Und das ist eindeutig sehr schön. Blauer Himmel und Sonnenschein. Der Frühling liegt in der Luft. Bei Feierabend Höchstwerten von 12 Grad in Ennepetal und Schwelm und 14 Grad in Witten und Hattingen. Die Nacht wird dann wieder klar und kalt mit örtlichem Frost. Morgen am Mittwoch geht es sonnig und trocken weiter. Mit Temperaturen bis 16 Grad wird es noch etwas wärmer als heute. 17 Uhr und 4 Minuten für Sie unterwegs. Der zuverlässigste Verkehrsservice mit diesen Staus. A40 Duisburg Richtung Dortmund zwischen Essen-Huttrop und Bochum-Wattenscheid 7 Kilometer. Weiter zwischen Bochum-Hamme und Bochum-Harpen 4 Kilometer. Und nochmal weiter zwischen Dortmund-Lütgendortmund und dem Kreuz Dortmund-West 3 Kilometer. Die Gegenrichtung A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Dückerweg und Gelsenkirchen-Süd 2 Kilometer. Und A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid-Nord und dem Kreuz Hagen 12 Kilometer Stau. Es gibt dort Verkehrsbehinderungen durch Bergungsarbeiten nach einem Unfall. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Radio Ennepe Ruhr. Der Nachmittag. Wir machen uns auf in einen sonnigen Dienstagfeierabend mit 100% der besten Musik. Gleich UB40 und ihre Version von Can't Help Falling in Love with You. Und hier für Sie Coldplay mit Viva La Vida. Das ist mehr Abwechslung bei Radio Ennepe Ruhr. Ich bin Björn Wechsel. Wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Sie hören Radio Ennepe Ruhr, 17 Uhr und 11 Minuten. Für Sie unterwegs der zuverlässigste Verkehrsservice mit dieser aktuellen Meldung. Es hat in Witten einen Unfall auf der Pferdebachstraße in Richtung Innenstadt gegeben. Dort kommt es im Augenblick zu Verkehrsbehinderungen. Ja, wir können gratulieren. Er ist 324 Meter hoch, wiegt 10.000 Tonnen und wird genau heute 120 Jahre alt. Der Eiffelturm in Paris. Rund 6 Millionen Menschen aus aller Welt besuchen Jahr für Jahr das Wahrzeichen in der Stadt der Liebe. Radio Ennepe Ruhrreporterin Dorothea Finkbeiner. Heute ja Geburtstag. Bekommt denn der Eiffelturm bei so einem Jubiläum was Besonderes geschenkt? Also der Eiffelturm, der ja eigentlich seinem Französ auf die alten Farbschichten drauf. Seit der Eiffelturm damals zur Weltausstellung gebaut wurde, kamen insgesamt rund 240 Millionen Besucher. Was macht diesen Turm so besonders? Eigentlich alles. Ne? Sie ist allerdings mit ihren 20 auch deutlich jünger. Dorothea, nach all diesen Jahren gibt es doch bestimmt auch kuriose Geschichten über den Turm. Oh ja, und die beste Geschichte ist wohl das Bessern. Zentimeter für Zentimeter, Jahr für Jahr. Der Eiffelturm in Paris wird heute 120 Jahre alt. Wir gratulieren und wünschen eine schöne Feier. Radio Ennepe Ruhr am Dienstagnachmittag. Ich bin Björn Wechsel. Sie hören Radio Ennepe Ruhr am Dienstagnachmittag, 17 Uhr und 21. Keine guten Nachrichten für die Mitarbeiter von Avery Dennison in Schwelm. Auf einer Betriebsversammlung wurde heute mitgeteilt, dass es Stellenabbau geben wird. Bis zu 65 Festangestellte müssen gehen, dazu kommen Leiharbeiter. Als Grund nennt das Unternehmen den Preisdruck in Europa. Jetzt geht es darum, einen Sozialplan mit dem Betriebsrat auszuhandeln. Um die Einschnitte im Schwelmer Avery-Werk geht es gleich um 17.30 Uhr in den Radio Ennepe Ruhr Lokalnachrichten. Ich bin Björn Wechsel. Hallo, hier ist Robin von Berlet. Und das waren die Radio Ennepe Ruhr Lokalnachrichten mit Andreas Wiese. Das Wetter für uns, nur bei Radio Ennepe Ruhr. Wir freuen uns auf einen sonnigen Dienstagfeierabend. Es ist frühlingshaft mild, bei Höchstwerten noch von 12 Grad in Gevelsberg und Schwelm und 14 Grad in Witten und Wetter. Heute Nacht bleibt der Himmel meist wolkenlos. Es gibt stellenweise leichten Frost. Morgen am Mittwoch dann wieder schön sonnig und noch etwas wärmer als heute. Wir bekommen Temperaturen bis 16 Grad. 3 Minuten nach 5:30 für Sie unterwegs der zuverlässigste Verkehrsservice mit diesen Staus. A40 Duisburg Richtung Dortmund zwischen dem Dreieck Essen-Ost und Bochum-Wattenscheid 7 Kilometer. Weiter zwischen Bochum-Stahlhausen und Bochum-Harpen 5 Kilometer. Und nochmal weiter zwischen Dortmund-Lütgendortmund und dem Kreuz Dortmund-West 3 Kilometer. Die Gegenrichtung A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Dückerweg und Bochum-Wattenscheid-West 1 Kilometer. Die A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid-Nord und dem Kreuz Hagen 5 Kilometer. Dort gibt es Verkehrsbehinderungen durch Bergungsarbeiten. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Auch Behinderungen aufgrund des Unfalls auf der A45 in Gegenrichtung Dortmund Richtung Gießen zwischen dem Westhofener Kreuz und Hagen Süd. Außerdem Behinderungen in Witten
Dort hat es auf der Pferdebachstraße einen Unfall gegeben. Der Verkehr in Richtung Innenstadt stockt zurzeit. Egal, wo Sie gerade sind, kommen Sie sicher nach Hause mit dem Radio Ennepe-Ruhr Verkehrsservice. Gute Fahrt wünschen Ihre Wohnungsbaugenossenschaften im Ennepe-Ruhr-Kreis. Entdecke die Nachbarschaft für dich. Wohnungsbaugenossenschaften-em.de. Radio Ennepe-Ruhr. Nachmittag. So macht Feierabend richtig Spaß. Sonnenschein, blauer Himmel, Temperaturen 12 bis 14 Grad bei uns im Ennepe-Ruhr-Kreis und dank Sommerzeit bleibt es auch bis nach 8 hell. Viel Spaß auch mit der besten Musik jetzt bei Radio Ennepe-Ruhr von Duffy und Elton John. Ich bin Björn Wechsel, hallo. 17.41 Uhr, Sie hören Radio Ennepe-Ruhr am Dienstagnachmittag. Vor einigen Wochen hatten wir über eine Studie des Landesumweltamtes berichtet und damit für viel Wirbel gesorgt. Es heißt nämlich in dieser Untersuchung, dass Kinder, die in der Nähe von Stahlindustrie leben, häufiger krank werden. Schuld sollen erhöhte Nickel- und Chromwerte in der Luft sein. Darüber hatten wir unter anderem mit dem Wittener Lungenfacharzt Rolf Dichmann gesprochen, der eine ähnliche Beobachtung gemacht hat. Ich bin jetzt 17 Jahre hier in der für Ablagerungen sind. Allerdings verursacht nicht nur das Edelstahlwerk solche Schadstoffe, beispielsweise auch Autos oder Schornsteine. Aber nach den ersten Ergebnissen der Studie besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen erhöhten Nickel- und Chromwerten in der Luft und der inneren Nickel- und Chrombelastung des Menschen in der Nähe eines Stahlwerks. Das sind also Menschen, die nicht geraucht haben, die keinen weisen Zusammenhang haben. Gleich ab 18 Uhr stellt das Landesumweltamt das Endergebnis seiner umweltmedizinischen Chrom-Nickel-Studie vor im Saalbau in Witten. Wir sind natürlich auch dabei. Alle wichtigen Infos über die Qualität der Wittener Luft hören Sie morgen früh um kurz nach 7 hier bei Radio Ennepe-Ruhr mit Tom Hoppe. Radio Ennepe-Ruhr in Schwelm und Gevelsberg auf 105,7. Wir haben 10 Minuten vor 6. Die Opel-Woche, der zweite Teil. Gestern war ja die Belegschaftsversammlung. Heute der Besuch von Angela Merkel. Sie war in der Zentrale in Rüsselsheim. Und da gab es dann doch recht enttäuschte Gesichter bei den Mitarbeitern. Das ist ein Thema gleich nach 6 in die Ruhrgebiets-Drive-Time bei Stefan Merten. Ja, das Motto von Angela Merkel, Gebiets-Drive-Time. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend mit Radio Ennepe-Ruhr. Ich bin Björn Wechsel. Neu im Frühling. 100%.